Hallihallo, Waage. Schön, dass du da bist. Ich möchte gerne mit Hilfe der Karten in den März für dich schauen, in den März 2023. Und ja, kollektive Legungen sind das auch. Also, das kann nicht auf jeden zutreffen. Also, die fällt jetzt schon zum zweiten Mal drauf. Gucken wir mal. Über ein Abo, teilen und liken und auch kommentieren dieses Kanals, da freue ich mich sehr drüber. Wir holen uns jetzt ein paar Überschriften und dann klären wir das mal mit den Lennys. Für die Waage bitte. Oha. Was haben wir da noch in den Wassermann? Dann schauen wir mal. Was haben wir da noch als Überschrift für die Waage? Hier macht sich alles selbstständig schon. Für die Waage im März. Die Dauer. Für die Waage bitte. Okay, die Mehrung. Was haben wir denn da Schönes alles? Das Zusammenhalten mit dem Großen. Die Dauer. Aus dem Deck nehmen wir auch noch eine Überschrift für die Waage. Gespräche. Für die Waage bitte. So, da haben wir das wieder. Gott. Da haben wir die Eins. Den Widder. Setze Pioniergeist ein. Das ist auch so ein bisschen Kampf. Kampfmodus. Schaffe Struktur mit dem Stier. Vielleicht hast du es auch mit einem Stier zu tun, liebe Waage. Aber hier sehe ich auch Sturheit. Das ist definitiv Sturheit. Tausch dich aus und lass dich beraten mit der 2. Beim Mischen ist mir auch zweimal die 11 rausgefallen. Hör, Freunde, also dieses Beraten, also man spricht mit Freunden darüber. Vielleicht vertraust du dich auch einem Freund an. Achte auf die Gefühle mit dem Krebs, dem Fundament, die 4. Realisier den Erfolg mit der 10, ein Abschluss. Ein Abschluss. Und dann haben wir die 11, den Wassermann. Neue Impulse, neue Ideen, Leichtigkeit. Wenn du mich nach einer Zahl fragst, Waage, für den März, dann habe ich hier die 2222 liegen. Ja. Dann haben wir die Dauer, die lange Zeit, das Zusammenhalten. Der Besitz von Großem. Reichtum. Das muss nicht materieller Reichtum sein, das kann auch innerer Reichtum sein. Die Mehrung. Also irgendetwas, was man aufbaut, sich, also was sich vermehrt. Wir haben hier Gespräche. Und Heilung.
Klärung auch. Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen und den Rückzug. Jo. Dann klären wir das mal mit den Lennys hier für die Waage. Also mit dem Widder und dem Stier, also da stagniert irgendwas. Also das ist so ein bisschen Kampfmodus. Ne? Emotionen habe ich da, verhärtete Sachen, Streitigkeiten, da hat man sich zurückgezogen. Aber das geht jetzt hier in Heilung. Ne? Da ist der Abschluss. Da kommt wieder Leichtigkeit rein. Kontrolle über das eigene Leben, ne? Innerer Reichtum, der Aufbau, das Zusammenhalten, die lange Zeit. Ja. Das heißt also, das, was man hat, man ist schon reich, ne? Das will man auch nicht aufgeben. Okay. Für die Waage bitte. Eine Wahrheit, eine Klarheit. Da kommt irgendwas ans Tageslicht. Belastung. Das Schicksalsrad. Kraft haben wir da. Starke Belastung. Die Bindung. Und das Misstrauen. Falsche Freundlichkeit, die Maskerade, also die Masken sind das. Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen. Eine starke Bindung, das ist auch Klammern. Belastung, also da klammert man. Du oder dein Gegenüber, einer klammert und der andere nimmt das so hin. Falsche Freundlichkeit. Na, lass sie mal machen. Aber das belastet. Da willst du raus, Waage. Das ist so ein Befreiungsschlag. Du willst wieder in die Leichtigkeit. Ja, Spaß. Neuanfang. Ja, die Leichtigkeit, die man wieder möchte. Offen. Das ist die Seele befreien. Die Öffentlichkeit. Und die Zukunft. Klarheit. Spiritualität. Wünsche mit dem Mond. Eifersucht sehe ich hier auch. Irgendjemand ist eifersüchtig und deswegen klammert er. Du oder dein Gegenüber. Und das belastet. Da hat man keinen Bock drauf. Da willst du raus, Waage. Ja. Da, die Abhängigkeiten. Die Abhängigkeiten. Die neue Idee, das ist dir egal, Waage. Du willst da raus. Du willst da raus. Du willst wieder in die Leichtigkeit. Irgendjemand klammert. Und hinterlässt sich da auch. Ja. Das belastet sehr. Also da hält jemand massiv fest. Und das schon für lange Zeit. Ja. Und mittlerweile ist da ein Punkt erreicht, wo man das nicht mehr will.
Das ist egal. Also egal, was das für Konsequenzen hat, man braucht Luft zum Atmen. Und man hat dann auch eine Idee, also für einen Neuanfang. Der liegt jetzt auf dem Fußboden. Klar, Moment. Der Neuanfang. Du willst raus aus diesen Abhängigkeiten, aus diesen Klammern. Da schaust du auch rein. Das ist wie ein Befreiungsschlag. Man hat sich da zurückgezogen. Da. Treffen, Dates, Einladungen mit Freunden. Die hat man vielleicht nicht mehr wahrgenommen. Da war jemand sehr stark eifersüchtig. Dann hat man sich zurückgezogen davon vielleicht. Aber das fühlt sich nicht gut an. Das will man ja eigentlich gar nicht. Da wirst du rausgehen, Waage. Ist auch beobachten. Stalking, irgendwie sowas. Das willst du nicht mehr. Da hast du dich vielleicht zurückgezogen von dieser Person wegen starker Eifersüchtigkeiten, weil da sehr, sehr, sehr stark geklammert wurde. Das für lange Zeit. Die Liebe. Ja, ein Ex-Partner vielleicht. Die Trennung. Der schaut vielleicht genau, was du machst und nutzt jede Gelegenheit, um dir eine reinzuwürgen. Da hast du keinen Bock mehr drauf, Waage. Nee. Du bist ein Luftzeichen, du willst frei sein. Den Ex. Ne? Da haben wir den Ex-Partner tatsächlich. Eine vergangene Liebe. Das konnte vielleicht nicht akzeptiert werden und der schaut immer noch nach dir und stalkt dich und dann hast du ihn vielleicht blockiert und hast dich zurückgezogen. Du wolltest das alle nicht mehr. Das ist so dein Wunsch. Dass deine verflossene Liebe dich vielleicht mal in Ruhe lässt. Damit du wieder frei sein kannst. Hier, du möchtest treffen, Dates, Einladung. Die nimmst du nicht mehr wahr? Das ist alles belastend. Wie gesagt, die Energien können auch vertauscht sein, aber sowas Ähnliches habe ich hier auf dem Tisch. Ja, was ist die Lösung? Gespräche. Gespräche, also wenn man da nochmal das Gespräch sucht, dann kann das vielleicht in einen Neuanfang gehen. Also der Aufbau. Selbstwert, das große Glück. Ja, das macht einem alles nicht glücklich, ne? Das ist wirklich schwierig. Mit dem Menschen kann man vielleicht auch nicht mehr so gut reden. Das kann natürlich sein. Der hat jetzt seine Meinung und ja. Das wird auch im März noch anhalten, liebe Waage.